Ja, hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf eurem iPad 3G SMS empfangen und senden könnt. Das Ganze ist nur mit einem Jailbreak möglich. Wenn ihr dann euer iPad gejailbreakt habt, Link in der Beschreibung für ein Video, wie das funktioniert, müsst ihr in Cydia das hier suchen, Swirly SMS Free for iPad 3G. Müsst es dann installieren. Wenn ihr das dann installiert habt, kriegt ihr ein neues App namens Swirly SMS Free. Und dort seht ihr dann eure SMS, die ihr bekommen habt, die ganzen. Und ihr könnt auch eine senden. Ihr könnt auch ein Bild anhängen, Ton anhängen. Das Ganze funktioniert leider noch nicht mit iOS 4.2.1, aber es funktioniert 100% ohne Probleme bei Firmware 3.2, 3.2.1 und 3.2.2. Nur leider funktioniert es halt mit der neuesten 4.2 Software nicht. Ja, das war's auch schon wieder mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und auf Mag ich drücken. Tschüss!